Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zu Star Trek Timelines in den unendlichen Weiten des Weltalls. Mit mir dabei wieder der Andu. Ja, moinsens. Hallöchen. Ah, ja. Neue Woche, neues Event. Joa. Mit einem geilen Folgennamen. Oder geilen Eventnamen. Pfiffe und Kanarienvögel. Ja. Was da wohl wieder im Englischen stand, ey. Ja, und wieder wäre ein Vogel, glaube ich. Ja, vielleicht macht das im Englischen Sinn als Redewendung. Keine Ahnung. Star Trek Timelines Wiki. Schauen wir mal, steht da irgendwas? Plateau of Tomorrow? Nee, das war das alte. Okay, dann steht es noch nicht da. Okay. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, was, wie es bei euch heißt. Ist das nicht theoretisch auf Twitter stehen? Schauen wir mal. Da stehen nochmal die aktuellen. Whistles and Canaries. Whistlers. Whistlers? Das heißt, glaube ich, Flüsterer, oder? Ja, Pfeifen, glaube ich. Das könnte ich schon hinkommen. Ja, ich dachte, Two Whistle heißt irgendwie Flüstern oder so. Würde zumindest zu den Kanarienvögeln passen. Ja. Also okay. Google übersetzen wird es tatsächlich mit Pfeifen und Kanaren, aber das sind doch eher die Inseln, oder? Naja. Oder hat das wieder viele Bedeutungen? Oder wie du schon sagtest, ist das einfach irgendein Sprichwort, was man nicht eins zu eins so übersetzen kann, weil es dann für uns einfach keinen Sinn macht. Ja, okay. Nee. Ja. Schauen wir mal, wer dabei ist. Jo. Captain Erika Hernandez, Sternenflotte, Mensch, einfallsreich, romantisch, Athlet. Jo. Captain der USS Columbia. Mhm. In der vierten Staffel, oder? Korrekt. Ach, ich hab's mir gemerkt. Die gute Staffel. Dann der Alida Yarok, Romulaner-Veteran, verzweifelt, Taktiker, Oberkommando. Mhm. Kein neuer, der war ja schon drin. Mit der guten Anzughose. Ja, Schrein auf Expedition, den kennen wir auch schon. Daneben den Reed kennen wir auch schon. Aktion 31, 2 Sterne. Der andere ist da wieder neu. Der Schrein Lösegeld. Ja. Aus dem Serienfinale von Enterprise. Müsste es sein, wenn ich mich hier ganz irre. Okay. Ja, genau, fordert einen Gefallen ein, um seine Tochter zu retten. Die entführt wurde, um Lösegeld zu erpressen. Mhm. Finde ich lustig, dass er dann Schrein Lösegeld heißt. Da waren sie wieder ganz kreativ. Lösegeld in der Hand, keine Ahnung. Ach, okay, das ist das Geld dann. Okay. Ja, wobei ich nicht glaube, dass es Geld ist, sondern wahrscheinlich wieder irgendein fancy, super toller Gegenstand aus dem Trek-Universum. Wo es dann einfach transferiert wird, das Geld. So wie ein Bankomat. Der Riesenbankomat. Das sieht von hinten so ein bisschen aus wie die, kennst du die von Rummel? Vom Rummel, wenn man diese Geschäfte, die sich da im Kreis drehen. Was er in der Hand hält? Ja. Geschäfte, die sich im Kreis, du meinst diese Kettenkarussellartigen Dinger, oder? Ja, genau, die sich aber in sich dann auch nochmal drehen. Also die drehen sich auf der Scheibe im Kreis und da drehen sie sich auch nochmal für sich selber. Ah, und meinst du, wo man drinnen steht? An der Wand? Nee, das ist Tagata, sondern eher... Hm. Ja. Gibt's einen Brater zum Beispiel häufiger und die sehen halt genauso aus von hinten. Das ist ganz geil. Okay. Weil ja, dieses... Designvorlage. Es hat die Lichter sind quasi dieses Rote. Die Rücklichter von einem Auto. Okay.
Ich hätte jetzt ehrlich gesagt eher so an so einen Roboter mit bösen roten Augen, so einen Kopf, so einen Cybertron aus Ja, Doctor Who oder irgendwie könnte auch sowas. sein. Cybercat. Andorianer, Taktiker, Pfleger, verzweifelt natürlich. Pfleger, passt doch zur Katze. Verzweifelt passt auch zur Katze. Taktiker, ja, je nachdem, wie die Stimmung der Katze ist. Ja. Wie positioniere ich den Fressnapf richtig? So. Und Danach dann. nochmal den Befehlshaber der Kabal. Ja. Und Genau. das war's. Das war's. Und dann kann man noch Shrans Pelzmantel bei 100.000 Punkten sammeln. Wow. Da geht man die Pelzhändler. Ja, okay. Da ist es falsch übersetzt. Okay. Schau dir mal das Event an. Das Bau-Event ist es übrigens. Ja, siehst du. Zweiphasiges Bau-Event. Wenn du jetzt auf Betreten gehst und mal irgendeine öffnest und einen Spezialisten hinzufügst, also gar nicht bauen, sondern einfach mal schauen, welcher Spezialist vorgeschlagen wird. Zum Bauen. Ist es bei dir dann auch? Bei mir steht nämlich zum Beispiel bei dem Befehlshaber der Kabal steht hier Figur. Achso, ich habe den nicht so hoch gelevelt. Ah, okay. Bei mir kommen alle anderen goldenen, bevor der kommt. Da, jetzt kommt. Ja, da steht wirklich nur Figur, ja. Und ich finde, auf dem Bild sieht er sogar noch mehr aus wie Archer vom Gesicht. Und das verstehe ich halt nicht. Das ist halt wieder diese zwei Datenbanken, die da scheinbar laufen. Und ich mir denke, wieso heißt er nicht dann überall gleich? Und ich glaube, bei der Mugi ist es genauso. Da steht einmal Mugi und einmal steht Ishka da. Verstehe ich halt nicht, warum. Naja, ich nehme an, das liegt auch am Laufe der Zeit, dass da so viele verschiedene Leute dran entwickelt haben und jeder so sein eigenes Sortierablagesystem hatte, dass das Ding wahrscheinlich irgendwie wirklich aus verschiedenen zusammengesetzten Systemen besteht. Ja, wahrscheinlich, da gibt es einen Typen, der ist für die Events zuständig, der andere ist für die Charaktere zuständig. Einer schreibt die Stories, die sich eh keiner wirklich durchliest. Und jeder bastelt an der eigenen Suppe. Und am Ja Ende klar. wird alles zusammengeklatscht. Genau. Weil hatten wir es nicht auch schon mal, dass ein Charakter in der Story auch eine andere Überschrift hatte als Ja. von der eigentlichen Bezeichnung ist. Oder dass andere Charaktere vorkamen in der Story. Dann kam ich beim Foto von Seska, obwohl sie gar nicht dabei war. Von Kes. Seska, Kes. Ja. Oh, Alter. Ja, Bau-Event in zwei Phasen. Beides Power-Event oder kommt danach noch irgendwie Shuttle oder so ein Blödsinn? Bleib Weiß ich nicht. Bau-Event. Ja, sehe ich auch gerade. Nächste Woche dann kommt Bau-Event und dann Skirmish. Ich kenne mich. Endlich wieder mal. Joa, Gott sei Dank. Einen Vorteil hat es übrigens, dass wir ein bisschen später aufnehmen heute, weil jetzt schon die Nachricht reingekommen ist, die immer Stimmt. obligatorisch am Donnerstag ankommt. Die nächste Kampagne. Wieder einer Kess. Da haben wir es doch. Jo. Und Packest Keiko, die ist gar nicht so schlecht. Die hat gute Werte. Tier 4 haben wir gerade rausgesucht. Mal wieder eine bessere im Vergleich zu denen, die jetzt die letzten Wochen waren. Weil der Tacker, der jetzt ist, der war ja, glaube ich, Tier 8 oder 9. Und davor, der war auch ziemlich schlecht. Und Die nochmal Kess ist aber, davor glaube ich, auch. schon drin. Das ist, glaube ich, diese Kriegerin-Kess oder sowas, Die ne? Kess ist alt, ja. Ja. Alt. Gott, ist die alt, ey. Ein Chaotiker war, glaube ich, in der vorletzten Kampagne. Der hatte auch nicht die besten Werte. Und davor war es die Rotschkowskis oder wie die heißen. Die waren, glaube ich, auch nicht so gut.
Also, mal wieder was Besseres in der Kampagne. Ja. Aber die Keiko habe ich jetzt schon auf 2 von 5 Sternen, das heißt, naja, ich weiß Oh, nicht, ob ich dann mir das lohnt sich dann kaufe. ja bei dir. Naja, dann kriege ich eine umsonst. Oder holst du dir ein zweites Mal und fängst die dann nochmal an? Hey! Auch eine Idee. Wir haben ja schon öfter mal Leute gesehen, die teilweise ihre ganze Brückencrew aus fünfmal denselben 5-Sterne-Charakter Ja, zusammengesetzt stimmt. haben. Startet am 3. September die neue Kampagne. Jo. Genau, wieder das eine Monat. Sonst gab es eigentlich überhaupt keine Nachrichten. Event Notes. Und das war's. Einfach nix. Nixi. Sollen wir ins Zeitportal schauen? Können wir machen, ja. Ah, gemeinsam. Nigeriel. Okay, gemeinsam durchstehen haben wir auch noch da. Achso, jetzt habe ich schon abgeholt, Entschuldigung. Das ist ganz nett, dass das immer noch wöchentlich kommt. Finde ich cool. Echt wöchentlich? Okay, kommt gar nicht so oft vor. Oder alle 2 Wochen? Könnte auch sein. Boah. Mit 250 Konditonen, dann Reisewiederaufnahme eine, 3 Versorgungspakete und ein Bedarfsanforderungs-Shuttle-Token. Beste Übersetzung. Joa. Nein, man könnte es auch Bast nennen, oder? Bedarfsanforderungs-Shuttle-Token. Ich hätte gerne einen Bast. Nein, Basti. Oh Gott, nein. Uns Österreichern reicht eine Basti. Hä? Wer ist denn Basti bei euch? Sebastian Kurz, der Bundeskanzler. Ach, der heißt. Okay, ich Den kenne nennt den jeder Namen nur aber auch nicht. Basti, weil, naja, er der Politik nicht so drauf hat und doch ausschaut wie ein Schuljunge. Das schaut aber, also die, keine Ahnung, Das also ist der kleine Basti. die Frisur hat er sich auch, glaube ich, irgendwie von den Romulanern geklaut, dieses zurückgegelte Zeug da, Basti ist Romulaner-Fan. Das gefällt dem Basti am allerbesten. steht morgens auf, nimmt sich eine Packung Pomade, schmiert die sich ins Haar, aber mit dem Kamm zurückkämmen und dann sitzt die Frisur einen So Tag eine darüber. Pasta für den Basti. Ja, bei uns wird er halt auch noch immer, der wird immer irgendwie, sein Gesicht wird genommen und dann immer auf irgendwelche Babys gepackt oder so, so ein Baby. Und es passt hervorragend. Naja. Ja, dann Wir haben dürfen uns nicht beschweren, wer hier kommt, wir haben 16 Jahre Merkel, also. wir. Auf die nächsten, Wäre der Baby-Basti lieber. Irgendeine Abwechslung wäre mir lieber, aber nicht dieses rechte Gesocks da von der AfD, aber irgendwas wäre mir lieber. Aber jetzt nicht zu politisch, glaube ich. Ja. Das brauchen wir alles nicht bei Star Trek. Ja. Chamil, Ja. Shran, Yarok, Shran, Pfiffe. Sprachbarrieren. Erste Entdeckungen sind die Archer Prime, Turing Cross, Basic Dauerhahn. Ende. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Oh shit. Ach fuck. Ja, beim Davorat dachte ich mir, komm, ich war noch nicht drin. Ich war schon Oh, drin. und 10 Dilithium sind weg. Und das der Reihe, Alter. Oh. Bei mir ist bei dem Davorat zum Beispiel schon der neue Shrine drinnen. Okay. Was? Der 4 Sterne jetzt? Ja. Okay, krass. Bin ich auch ein bisschen überrascht, dass das so schnell geht. Bei mir sind die neuen Discovery drinne hier. PK. Ruffy Musiker und Discovery Pike Raumanzug. Okay. Ruffy ist ja auch erst seit maximal einem halben Jahr, seit PK. Keine Ahnung, Pike Raumanzug. Na gut, er kann, ich weiß nicht, wie lange der drin ist. Er könnte seit einem Jahr sein. Die zweite Staffel ist ja schon jetzt etwas über ein Jahr her. Da gibt es auch heute eine Collection, glaube ich, mit dem Raumanzug. Ein Enterprise hat schon jeder einen Raumanzug. Dann geht es bei Picard weiter. Oder Discovery auch. Bei Discovery, ja, bei PK hat, glaube ich, gar keiner einen Raumanzug getragen, oder?
Die liefen alle uniformiert und unraumanzug, keine Ahnung. Ja, ja, gut, die kommen. Ich dachte, dass sie bei den Borg-Dingens getragen hätten, um dorthin zu kommen. Aber das weiß ich nicht mehr. Wie sie an diese Forschungsstation gekommen sind. Einfach hingebeamt, ganz klassisch. Picard ist einzeln zu diesem Borg-Kurs rübergebeamt, wenn du das meinst. Okay. Mhm. Er durfte ja nur als einziger Botschafter da rüberbeamen, die anderen waren ja quasi nicht mit eingeladen. Mhm. Damit er dann alleine seine Flashbacks durchleben muss, bevor dann Hugh ihn davor schützt, dass er nicht dann irgendwie im Borg-Kubus 3000 Meter tief fällt oder so. So wie es den anderen Romulanern erging. Spoiler! Stimmt. Der, deren Namen uns schon wieder entfallen ist. Ja. Die Schwester vom Bruder. Der Bruder hieß Nomrock, Nemrock, irgendwie sowas, glaube ich. Oder? Balrock. Balrock. Nimbus, was weiß ich nicht. Bei Sprachbarrieren, das sind es eine neu auf jeden Fall, die Jochu. 4 Sterne, Jochu. Oh. Hallöchen. Und die Number One ist auch noch nicht so lange im Spiel, glaube ich. Das überrascht mich, weil normalerweise haben sie eine 9 und 2, die irgendwie schon jeder hat. Aber in dem Fall habe ich auch schon Packages geöffnet, um die zu kriegen. Weil die hatte ich beide noch nicht. Ich glaube, die Number One habe ich. Ich habe zumindest eine Number One, aber ob das die ist. Heißt die auf Deutsch Nummer 1 oder heißt die Number One unübersetzt? Entspannt, such mal nach entspannt. Das ist, glaube ich, Nummer 1 entspannt oder irgend sowas. Brückenoffizier Nummer 1, also auch 5 Sterne, aber das ist nicht die, ne? Entspannt. Ne, das ist eine andere. Okay. Ja, komm, YOLO. So, wo ist denn das Paket? Erste Entdeckung, ne? Oder hast du das genau, ja. Nee, nee. Okay. So. Ja, vielleicht hast du den noch nicht voll. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe irgendwann mal eine ganze Reihe Sarus weggemacht, aber ich schaue nochmal zur Sicherheit. Saru. Nee, der ist schon unsterblich weggefroren. Okay. Mir fehlen nur die 2-5 Sterne Saru Waharei und Saru Außenteam. Kaufst du noch eins oder? Machen wir weiter. Ja, komm, eins noch. Mal gucken. Da möchte ich. Saru. Oh, aber Auswahl? Eingefroren, eingefunden. Wow, das ist echt so belastend, dieses Late-Game von Star Trek Timelines. Ja, das ist auch ein bisschen demotivierend, aber naja. Ja. Du hast ja schon deswegen den Grund gehabt, irgendwie schon zum dritten Mal neu anzufangen, das Game. Da ärgert es dann eher, wenn man wen kriegt, den man noch nicht hat, weil man sich denkt, verdammt, wieder ein Crewplatz weg. Ja, da hat man noch die 1-Sterne-Leute, 2-Sterne, 3-Sterne zum Leveln und da kriegt man immer wieder neue 4-Sterne-Leute. So, wieso? Ich will dieselben besser machen. Ist dann echt ein anderes Rangehen. Ja, im Xindi-Paket, das ist ein bisschen günstiger für 93 Dili. Haben wir zwei, die wir schon ewig haben, Gralik und Dolim. Im Archer-Paket ist auch die beiden Archers sind auch schon ewig dabei. Für 90, 93 Dili. No. Hast du noch. Zumindest vergünstigt. Ja, das stimmt. Hast du noch Premium-Portale zum Aufmachen? Ich hatte zwei kleine, da war aber nichts bei. Okay. Nur so Bauplan zum Wegwerfen, sag ich mal, ne?
hab da zumindest noch 6 von den kleinen und 2 von den großen. Magst du jetzt aufmachen, oder? Ja, ich mach dich gerade so nebenbei auf. Wartest du wieder, bis da irgendwie was nachgefüllt wurde in diesem... Nee. Das dauert auch wieder ein halbes Jahr. Oh, Paris, geil. Okay, nice. Der mit der Janeway. Der mit der Janeway boomst. Der Paris. Oh, und Seven, die mit dem Doktor boomst. Okay, ja, das ist doch mal nett. Es ist doch mal schön. Dunkelschön, das war gar nicht so schlecht. Hoffe ich mir eine Erwähnung für die Janeway? Ich habe jetzt 3 Janeways und einen Paris. Ja, ne? Ja. Nur um dieses Ekel-Alien, das ist doch diese Schleim-Alien, was da rauskommt am Ende, oder? Ja, genau. Ja, keine Ahnung. Das Ekel-Alien zu kriegen. Muss man schon voll überzeugt sein von dem Charakter. Oder von Voyager. Es ist aber auch, selbst unter Voyager-Fans ist, glaube ich, das so der Tiefpunkt der Serie, oder? Diese Folge mit diesen Schleimwürmer. Ja, ich glaube ziemlich. Irgendwo der erste Staffel 1 ist auch nicht so gut weggekommen. Die kannte ich mich gar nicht mehr so genau erinnern, aber da hatten Kim und Paris gemeint in dem, wo sie nochmal so einen Podcast machen, wo sie gesagt haben, das war echt schlimm. Okay. Boah, ich habe diesmal noch nicht weiter gehört. Mann. Ist ganz cool. Ja, ich habe die erste halbe oder dreiviertel Folge mir reingehört, aber seitdem fehlt mir irgendwie so ein bisschen die Zeit. Ich hätte bei meinem Urlaub Zeit gehabt, habe es aber irgendwie... Nicht ja. Heute Morgen. Immer irgendwas anderes. Hast ja ein paar Serien gerade zum Gucken. Ja, primär habe ich im Urlaub mal mich drum gekümmert, auch mal wieder draußen im Hof mal was fertig zu machen. Hochdruck gereinigt und also ich im Kärcher alles mal wieder sauber gemacht und sowas, ne? Mhm. Sachen, auf die man dann am Wochenende dann doch immer nie so richtig Lust hat. Macht man dann immer im Urlaub. Ja, kann ich verstehen. Hast du wen zum Unsterblich machen? Ich hab's gerade geschafft, die Janeway, diese Entwickler der Janeway unsterblich zu machen. Das finde ich geil. Da wo da Paris draus. Ja. Leider nein, ich hab gerade festgestellt, dass mindestens 2 oder 3 davon auf der Reise hier festhängen. Ah, oh, okay, das Übliche. Nee. Gibt der selber noch. Ist halt bei 8,5 Stunden, das wird wahrscheinlich jetzt zu viel zu lange dauern. Was? Meh. Hat er noch irgendeinen 5-Sterne zum Unsterblich machen? Wer war's denn? Bist du jetzt eigentlich bei deinem 500. angekommen? Ja! Applaus! Endlich mal. Der exakt 500, oder bist du jetzt auch schon drüber? Ich glaube, jetzt bin ich gleich drüber, wenn ich die... Ja, da war die Lilly. Die Lilly Sloan. Ach, die Lilly. Ach, das andere war ja auch Tilly. Okay. Tilly, Lilly. Ja, komm on, ich meine, Lilly Sloan, der Nachname Sloan, den haben sie sich quasi auch 1:1 nur mit anderer Schreibform von dem Sloan aus Deep Space Nine hergeliehen. Und ja, stimmt. Sehr kreativ. Wuhu! Ja, 500 Leute. 501 habe ich jetzt. Okay. Nice. Und bei 525. Wuhu! Vielen Dank. Dankeschön. Bei 525 gibt es den nächsten Dilly. Wieder 750. Ja, ist es nicht eh immer alle 25 Charaktere? Oder hört das irgendwann mal auf? Es hört irgendwann mal auf. Oh Gott. Ja, ich glaube, noch weniger Motivation. Hat mir jemand auf Discord geschrieben. Ich glaube, bei 600 war das bei ihm.
das wäre nicht mehr wirklich weit von weg. Na. 100 noch? Oh je. Du hast ja auch noch einige der Pipeline. Ja, ja. Oh, der große Abschied habe ich fertig. Ja? Bin eh mal, also, wie gesagt, als wir angefangen haben, hat das Spiel eine Gesamtanzahl an Charakteren von knapp 300 gehabt. Als ich angefangen habe, waren es, glaube ich, 298 und eine Woche später waren es dann 303 oder irgendwie sowas. Mhm. Und jetzt haben wir halt, du hast jetzt die Marke durchbrochen, ich werde es wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche dann die 500er Marke irgendwann mal durchbrechen. Ja. Ich bin ja jetzt auch irgendwo bei 480 oder so. Man muss sich mal vorstellen, jetzt haben wir mehr Charaktere unsterblich, als was, wo wir mal angefangen haben, überhaupt im gesamten Spiel vorhanden waren. Also, wenn jetzt aktuell 929 vorhanden sind, ist schon pervers. Boah. Das tut das schon echt das weh. Heißt, das heißt, wir sind jetzt gerade erst bei der Hälfte und die schmeißen ja jede Woche weiter nach. Ja. Bin ja mal gespannt, jetzt schon, keine Ahnung, 1000 Euro ins Spiel investiert oder mehr. Gerade war die Hälfte der Charaktere unsterblich. Das darf man eigentlich gar nicht so hinterfragen, wie viel Geld man hier reingesetzt hat. Ich habe übrigens, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, mein X mal an sämtliche anderen angepasst, weil ich glaube nur noch du, ich und irgendein anderer haben dieses ehemalige rote X vom Flottentech. Okay. Ich habe das jetzt mal groß gemacht, weil irgendwie gesagt, dieses kleine X, aber in weiß und nicht mehr in rot, wenn es halt nicht vorsticht, sah halt irgendwie für mich optisch komisch aus. Und zumal alle anderen das normale X hatten, nur ich habe es jetzt mal okay. Den anderen. Okay, schau ich mal dann. Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ja, jetzt nicht in die Flotte. Ja, ja, ich guck's mir dann nach der Aufnahme an, was du da gemacht hast und ob du das. Leute noch, die so gerne abwirbt da. Space Junkies. Nicht, dass die wieder zugucken. I'm watching you. Ja, weil er klickt wieder rein. Yeah, geil, wieder abwerben. nee. Wobei ich es auch ganz lustig finde, wenn man dann halt die Info kriegt von unseren Flottenleuten, hey, ich bin wieder mal abgeworben worden und die halt sagen, von welcher Flotte. Dann kann das auch amüsant sein. Ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, das Spiel macht mir Spaß. Ich habe auch Geld investiert, aber ich sehe es jetzt nicht so ernst, dass ich sagen muss, ich muss andere Leute für meine Flotte begeistern, zumal der Flottenvorteil jetzt auch nicht so überwiegend ist wie in manchen anderen Games, vielleicht, wo Gilden und Flotten oder etc. existieren. Dann hat man mal 1% mehr. So what? Wir haben echt schon guten 124 haben wir erreicht, was ich auswendig weiß von 134, also wir sind echt auf einem guten Weg. Jo. Irgendwann schaffen wir es, das ganze Spiel vervollständigt zu haben. Yay! Yeah. In dem Moment Tilting Point. Wir stellen jetzt vor, den 1000. Charakter. Oh, ich dachte, wir stellen jetzt vor, Star Trek Timelines 2. Also, fange von vorne an. Oh Gott. Nur 50 Charaktere! Nee. Beeilt, schaffst du es! Jetzt auch 6 Sternen-Charaktere! Oh Gott! Ach ja. Warte ich dich auch noch irgendwie andere. Aber warte mal, ich bin ja voll honkisch. Ich habe ja noch andere Charaktere zum Unsterblich machen. Neben denen, die auf der Reise sind. Jetzt knackt er die 500. Nee. Da fiel mir 12, 13 Stück von so, glaube ich jetzt auch nicht. Ich habe den G.I. Chakotay. G.I. Nicht G.I. Joe, sondern G.I. Chakotay. Mhm. Scheint von der dezenten, extrem türkisen Überleuchtung auch etwas älter schon zu sein. Ja, das sieht auch echt seltsam aus. Das stimmt. Und weg mit dir. Okay, aber nice mit der Chainway auf jeden Fall. Dass ich die jetzt nicht mehr sammeln brauche, dass ich die jetzt immer wegschmeißen kann, die Paralyse und Chainways. Endlich Platz. Endlich.
Dann habe ich noch Kess als Großmutter. Ja. In der Kess weg. Hattest du deiner jetzt eigentlich schon oder hattest du jetzt aktuell keinen Unsterblichen? Ja, ich habe jetzt die 500 ja geknackt. Ja. Mit der Lily und mit der Janeway. Ach, mit beiden, okay, gut. Aber mehr hattest du jetzt nicht. Nee. Okay. So, dann haben wir auch noch, der ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter, Captain Kurn. Kurn? Mal schauen, wie viel von denen. Als ob er so eine Rapper-Geste machen würde oder irgendwie, keine Ahnung, was er da eigentlich. Brofist. Nee, Brofist? Nee, der hält so zwei Finger von der einen Hand nach oben, guckt auch nach oben, steht breitbeinig da, die andere Hand geht nach unten rechts. Also, als ob, keine Ahnung, als ob er irgendeinen Dance-Move machen will. Kurn, such mal den mal. A-U-R-N, ja. Mhm. Okay, ja gut, wird da abgeschnitten, sehe ich gar nicht. Den Dance Move. Ja, da steht unsterblich drüber. Oberhalb des so. Dance Moves. Also warte dir, wenn du es. Ich schicke dir mal. Egal, es wird. Ich kann mir es in etwa vorstellen. Hat ja auch keine Mega-Werte. Und nur zwei Werte: Kommandos und Security. So, hab sie gerade mal bei WhatsApp geschickt. Okay. Schauen wir mal. Ich halte gerade das. Aus, ne? Ich halte gerade das Handy in den Dingens rein, in die Facecam. Die Facecam. Richtige Beißler-Verhältnisse. Beißler-Style, wop, wop, wop. Dann haben wir Tipptracker, Triptacker. Triptrack. Tipp, Trick und Track. Ja, genau. Der 3 Sterne von vor, keine Ahnung, 2-3 Wochen. So, die muss ich dann nur mal zwei kleine Verbesserungen reinjagen. Auf welche Werte kommt denn der Charakter da, die. Von da. Ja, die Hernandez. Ist schon wieder das Schiff entfallen. Hernandez. Also von der Columbia, ja. Okay. Tier 10, oh je. Oh je. Aber nicht so gut. Zwei Werte, auch nur Command und Engineering. Oh je. Ey, caramba, carajo. Das ist ja der Dings fast besser hier, der Shran, den es 4 Sterne gibt. So, war es das? Habe ich noch wen? Da fehlt mir was. Da fehlt mir was, Days of Rise. Mal schauen, ob wir noch die Community-Belohnung fertig kriegen. Nock in Klammern Geldschrank-Knacker, obwohl der eigentlich nur ein Besen in der Hand hält. Ja. Bist du jetzt mit Lila eigentlich komplett durch von den Charakteren? Mit Unsterblich? Ja. Nee. Nee, okay. Nee, fehlen mir noch welche. Viele oder eher schon überschaubar? Überschaubar. Okay. Aber die meisten gibt's gerade nicht im Zeitportal, das ist der Nachteil. Ah, okay, ja, das ist blöd dann. Also ich glaube von Leuten, die es im Zeitportal gibt und die nicht reiseexklusiv sind, fehlen mir zwei vielleicht? Ja. Das geht aber. Und die reiseexklusiven fehlen mir auch also zwei. Diesen Breen hast du wahrscheinlich schon, oder? Ja. Tod schießt mich tot, den Clown? Ja. Kölnwurf? Den Wurf habe ich auch schon. Den McCoy? Ja. Einen?
Nee, die fehlt mir noch. Also noch nicht unsterblich. Und Picard auch noch nicht. Also Guinan und Picard Kadett, sitzt. Ja, oder so, glaube ich, ne? Ja. Ensign Picard. Ensign, ja, Entschuldigung, Kadett Ensign, mein Gott. Dieser Low-Rang Picard da. So, und Burnham Spiegeluniversum hatte ich noch. Und dann bin ich jetzt hier durch. Zack. Weil bei Picard, da warte ich halt immer darauf, dass der, dass dieses Dings halt kommt, das Dilemma, und dann entscheide ich mich halt für einen Picard oder für die Geinen. Mhm. Das sind ja halt diese unterschiedlichen Dilemmas. Aber es kommt halt so selten. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie in letzter Zeit sehr wenige von diesen Dilemmas kommen, wo du die, wo, es gibt ja Dilemmas, die aufeinander aufbauen, die so einen Zweig entlang hangeln und dann kommst du irgendwann zu deinem Ziel an. Ja. Die sind bei mir sehr selten geworden derzeit, also alle davon. Ich krieg die immer mal wieder, aber halt immer die ersten beiden. Maximal. Und das letzte Mal, ich habe eine Reise mit 3 Tage oder so laufen lassen, 2,5, und es kam halt nie dieses Ereignis, wo ich, also das Dilemma, wo ich da entscheiden konnte zwischen Picard und Worf. Oder McCoy. Ja. Ja, das ist halt ein bisschen komisch. Ich, sehr mies. Ich weiß nicht, ob sich die dann wieder wiederholen. Weißt du das? Also ich habe das Gefühl, von denen, wo es nicht um die Entscheidung für 4-Sterne-Charaktere geht, sondern ja. So, keine Ahnung, willst du diesen Marquis mitnehmen? Ja, nein. Oder wenn er nur als Gefangener. Solche Nebensachen kommen, glaube ich, schon wiederholt vor, aber die, wo es wirklich um die 4-Sterne-Auswahl geht, die glaube ich tatsächlich nur einmal pro Reise. Mhm. Was war denn deine längste Reise? Weißt du das noch? Boah, 2,5, 3 Tage so um den Dreh. Okay, wie bei mir jetzt. Wäre interessant, ob dann irgendwann am Ende gar nichts mehr kommt, aber wahrscheinlich, wie du sagst, es wiederholt sich dann einfach. No. Weil man denkt sich, irgendwann muss doch mal dieser scheiß Dilemma um die Ecke kommen. Man hat jetzt schon alle anderen gehabt und dann kommt so ein Dilemma, wo man sich denkt, Moment, hatte ich das nicht schon? Deswegen, diese Nebendilemmas, die kommen, bin ich der Meinung, relativ häufig. Ich habe mir nämlich mal diese ganzen Wiederaufnahmetokens aufgehoben, weil ich meistens die Reise nach 8 Stunden zurückrufe. Und bei dem einen haben wir jetzt gedacht, da passt ganz gut vom Haupt- und vom Nebenskill. Waren welche, die ich gut habe und wo ich auf gute Werte komme. Und haben wir gedacht, komm, jetzt haue ich mal die ganzen Tokens raus, dass ich eben auf die 3 Tage komme, ohne quasi die Lithium auszugeben. Und dann war es wirklich. Einfach die Tokens raus, als ob es kein Bling, bling. So ein Casino-Besucher, der seine 3 Chips hat. Und dann kam aber noch ein Dilemma. Das hat mich halt dann. Ich glaube, 700 Lithium hat es schon gekostet zum Wiederaufnehmen. Also, boah, okay. Ich dachte, es fängt dann auch mit 100 an oder so, aber nein. Keine Tokens mehr, 700 in your face. Okay. Zeit zum Zurückrufen. Ja. Ja, wenn man dann noch schön zurückrufen könnte, ja, nee, man muss ja dann schon noch dieses 700 Zeugs investieren, damit man überhaupt zurückrufen kann. Das finde ich immer so mies. Mhm. Dass es da nicht die Auswahl gibt, ja, jetzt zurückrufen oder verlängern. Ja. Das ist jedes Mal so. Das ist das wahre Dilemma der Dilemmas, finde ich. Oder warten, bis der nächste wir stehen gemeinsam durchkommt, wo man dann wieder seine Aufnahmetoken kriegt. Aber, ja, so lange warten kann man ja teilweise nicht. Wenn man die Dailies abschließen möchte, muss man ja täglich irgendwie einmal ein Dilemma hinlegen. Ja. Hast du das auch manchmal, dass das erste oder zweite Dilemma gleich irgendwie so eins von diesen langen, also entweder die Champions of the People oder Higher Duty oder sowas ist? Ja. Und du dann denkst, geil,
schon ja. 2 Stunden das Ding. Jetzt kommt bestimmt bald der lilane Charaktere. Ja, genau. Und dann guckst du auch noch extra rein und dann, oh cool, das ist auch noch das Ding, wo am Ende der lilane rauskommt, ist nur noch raus. Und denkst du schon, wenn du nach 2 Stunden schon den hast, ja, okay, bei 4 Stunden nicht, bei 6 Stunden nicht, bei 8 Stunden nicht. Ja, aber komm, der wird jetzt relativ zügig, wenn sie Teil 2 von 3 bringen. Ja, aber bei 24 Stunden fängst du dann irgendwann auf so, okay, noch länger oder? Das hatte ich beim, noch mal von vorne. Das habe ich bei der letzten Reise gehabt, da habe ich ja Higher Duty Part 1 und 2 direkt hintereinander gehabt. Das heißt, Boah. Nach 4 Stunden hatte ich die ersten 2 Parts. Aber dann auf den dritten zu warten, ist, glaube ich, keine gute Idee. Ja, dann kommt erst alles andere wahrscheinlich. Aber es triggert so, wow, ich bin schon bei 2. Ja. Das ist echt so ein bisschen wie Glücksspiel, ne? Ja. Also, du machst so einen Hebel, so einen Anblick, aber die Ding, Melone. Bestimmte Melone. 70. Wobei ich das bei Glücksspiel gar nicht so hab. Also ein Nachbar von mir ist da ziemlich besessen davon. Verjubelt gern mal Kohle. Aber das habe ich irgendwie gar nicht. Ich habe in meinem ganzen Leben ein einziges Mal $5 in Las Vegas in diesen Automaten reingepfeffert, weil ich mir dachte, du bist jetzt mal in dieser Stadt, wer weiß, ja, wenn du jemals durchkommst, ja. Wenn dann ja, würde ich auch so machen. An diesen Automaten das ein und machst da was draus. Ich habe mir dann am Ende den Auszahlschein geben lassen. Man fängt mit 5 an, die Automaten sind auch, ich bin der Meinung, die ist komplett durchprogrammiert, weil am Anfang hast du echt Glück, dann kommst du auf 7, dann auf 11, dann kommt der erste Down, dann wieder auf 11 zurück, dann vielleicht auf 9, dann kommt nochmal ein kleiner Upper, auf 13 und dann geht's eigentlich nur gefühlt runter in dem Moment und ich hab's mir dann irgendwie wieder mit 7, $8 oder so, wenn mir da einen Ausdruck geben, das ist eben noch nicht mal das Geld, ne, ich hab mir den Schein, sie haben in Las Vegas am Automaten schießen gespielt und teilgenommen, das war mir dann als Erinnerung wichtiger als 5, $6 auszahlen zu lassen. Die du dann wieder in Euro umwandeln müsstest und wo du dann eh am Ende wieder 4 genau. hast oder so, ja. Ja, hätte ich auch so gemacht, glaube ich. Mein Timelines ist auch irgendwie Glücksspiel, aber das ist halt anders verpackt. Das ist halt nicht so dieser klassische einarmige Bandit oder was sonst da alles gibt. Das fühlt sich auch so seltsam an irgendwie. Also, weiß nicht, wie wir da in der Spielhalle waren und der Kumpel da gespielt hat mit diesen einarmigen Banditen. Das fühlt sich an wie so eine prähistorische Zeit, irgendwie schon fast. So klassisch auf einem Automaten spielen, Geld einwerfen, den Hebel betätigen. Ja, ich habe es jetzt einarmiger Bandit genannt, damit man sich vorstellen kann. Also das, was da in Vegas rumstand, das waren halt schon so modernere mit so richtigen Farbbildschirmen, wo dann auch nicht mehr so eine Rolle das dargestellt hat, sondern noch ein Computer, also ein richtiger Monitor, einfach nur angezeigt, was du jetzt gerade gewonnen hast. Und da gab es auch keinen Hebel mehr, sondern nur so Knopf vorne in der Mitte. Zum Drücken. Genau. Also, ist nicht mehr so wie damals mit Chevy Chase, wo hier, wie heißt es da, 4 auf Achse nach Las Vegas oder so, dieser eine Film. Der Nachahmer von Schöne Bescherung. Schöne Bescherung, genau. Ja, übrigens hast du von Schöne Bescherung rausgefunden, was ich nicht wusste. Ich weiß nicht, jetzt kommt's. Vielleicht haben wir hier auch schon drüber gesprochen. Wie heißen die Nachbarn? Todd und irgendwas noch. Todd und Margot. Margot, genau. Das weiß ich doch nicht, Margot. Das weiß ich doch nicht, Margot. Du gehst jetzt da rüber und haust dem voll den Pfund aufs Maul. Was ich herausgefunden habe, keine Ahnung, ob es jetzt für dich auch, du kennst doch Big Bang Theory, oder? Ja. Ach, ja, das ist das Kind, der eine von Big Bang ist. Ja, genau, der Leonard, soweit ich das jetzt richtig im Kopf zusammenbaue. Ja. Ja, der hat schon früher angefangen zum Schauspielen. Ja. Und aus dem ist was geworden im Vergleich zu den anderen Kindern, glaube ich.
Ja, die Kinder haben sie ja, glaube ich, für alle Filme immer wieder neu besetzt. Mhm. Ich glaube, es war eigentlich immer nur Chevy Chase und ja, keine Ahnung, wie hießen die Frau noch, die Schauspielerin? Also, das kriege ich auch gar nicht mehr hin. Ich auch nicht. Andrea oder Pamela habe ich gerade irgendwie als Vorname. Pamela habe ich auch immer im Kopf. Aber die von damals, nicht die von heute. Ja. Eindeutig. Ja. Ansonsten, was gibt's sonst Neues? Beverly. Hier, was? Beverly? Mhm. Oh, hier, so ein italienischer Nachname, oder? D'Angelo. D'Angelo, genau, ja. Wie kann man den Beverly vergessen? Sie war doch just there. Checkliste. Damit wir unser Bingo auch wieder erfüllt haben. Irgendwann müssen wir doch so ein Sauf-Bingo machen. Die Leute müssen dann immer, die Zuschauer müssen dann immer, wenn wir irgendwas gesagt haben, müssen sie so ein Heben. Ende der Folge müssen sie dann als Kommentar schreiben, ja, wie schlimm es war. Mit so einem Reaction-Video dann. Oh Gott. Gibt es ja auch nicht mehr die Funktion bei YouTube, dass ja. Du auch andere Videos mit eigenen Videos, so Video-Antworten oder wie es hieß früher. Mhm. Ja. Videokommentare, das war echt cool. Nein, stattdessen gibt es dieses scheiß YouTube-Upload-Studio. Ich habe mich immer noch nicht damit angefreundet, ich hasse es einfach nur. Es ist so unpraktisch. Ich mag es absolut nicht. Ich habe damit abgefunden, dass es da ist und dass es keine Alternative gibt. Ich habe aber trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, das ist so Arbeiten auf einer Baustelle mit dem Ding. es will was sein. Auf einer schlechten Baustelle. Fertig. Ja. Es will was sein, aber irgendwie funktioniert es nicht oder es lädt teilweise irgendwie lange. Also gerade wenn man irgendwie mal auf Analytics geht oder so, dann hast du das Gefühl, dann meine Güte. Ey. Mit welchem Browser benutzt du es? Google Chrome. Also wenn Google Chrome nicht die YouTube-Seite hinkriegt, dann haben sie irgendwas falsch gemacht, glaube ich. Ich finde das nur so super mühsam. Ja. Also, ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich habe jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt was hochlade, so 10 Videos oder so, dann hätte ich gern, oder wie es damals war, ich klicke einfach drauf und kann das Video bearbeiten. Und kann mir das in einem anderen Tab öffnen. Weißt du, was ich meine? Ich kann mir die 10 in 10 Tabs aufmachen und kann sie dann schön nacheinander bearbeiten. Und kann schön copy-pasten, die Tags und so weiter. Das kannst du nur dann machen, geht, wenn du jetzt das nicht einmal bearbeitet hast. Ja. Dann kannst du komischerweise auf diesen Stift zum Bearbeiten Rechtsklick im neuen Tab machen. Ja, das ist so dämlich. Das ist so dämlich. Wenn das Ding nur als Entwurf hochgeladen ist, weil du über Nacht das Ding hast hochgeladen, ohne pro Video die einzelne Einstellung zu machen, dann musst du immer einzeln klicken und aufmachen und schließen. Und ich finde es auch nervig, dass du früher eine Seite hast, wo du alles einstellen kannst. Nein, jetzt musst du dich durch 5 verschiedene Reiter in so ein Pop-Out-Fenster da klicken. Das ist auch irgendwie so. Ich zeig's gerade mal her da im Video, aber das ist echt übel mit diesen. Sobald man es hochladet, zählt es halt als Entwurf. Und man muss halt wirklich dann 10-mal diese blöde Seite aufrufen und dann jedes einzelne nochmal anklicken. Gott, das ist echt. Da haben sich die Leute was Tolles überlegt. Das ist echt nicht Weltklasse. Ich frage mich auch, wer sich da. Also manchmal habe ich echt das Gefühl, YouTube setzt Programmierer hin und gibt denen irgendwie vor, macht mal eine tolle Seite, womit die Leute alle Funktionen irgendwie machen können. Und die Leute, die es dann programmieren sollen, die haben keine Ahnung davon, wie YouTube-Creator YouTube nutzen. Ja. Sondern die sollen einfach irgendwie. Die gucken sich Katzenvideos auf YouTube an. Ja, genau. Wir kriegen eine Liste, wir sollen 150 Funktionen auf eine Seite einbauen, fangen wir mal an, das irgendwie zusammenzuschustern. Aber wie der Benutzer, also
Ja. Content Creator, YouTuber, whatever, oder auch nur Gelegenheitsuploader, das Tool nutzen möchte, um sein Video hochzuladen, davon haben die gefühlt keine Ahnung. Die testen es wahrscheinlich aus mit einem Video und denken sich, hey, funktioniert ja eh. Da kann ich bearbeiten, kann meine Tags einpflegen. Aber dass jeder irgendwie auch nur einigermaßen fähiger YouTuber da das vielleicht öfter nutzen möchte, das an sowas denken sie nicht. Nee. Es gab früher gab es ja auch noch diese YouTube-Video-Upload-Programme, wo du dann die dann tatsächlich richtig für so Leute wie du und ich, die dann auch mal Massen an Videos hochladen, also Massen in Anführungszeichen so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Videos am Stück vielleicht mal über Nacht hochladen möchten. Die Programme waren richtig toll. Die waren ein einziges Fenster, wo alles drin war. Mit oder ohne Monetarisierung, Thumbnail reinladen, Text aus Vorlage rüber kopieren, die du vorab gespeichert hast für das jeweilige Projekt oder Playlist, sag ich mal. Easy peasy, was in 2 Minuten damit durch, da für 10 Videos alles vorzubereiten und am Ende hast du noch auf Upload geklickt. Irgendwann haben sie dann so sehr an YouTube umgeschraubt, dass diese Programme damit nicht mehr kompatibel waren und mittlerweile funktioniert das überhaupt nicht mehr. Okay, das wäre meine Frage gewesen. Weil, okay. Also, es gibt noch irgendwo alte Dinge, aber die sind also ich habe auch mal ein, zwei davon früher verwendet, also früher, vor 3, 4 Jahren oder so, aber die waren dann, irgendwann waren sie überhaupt nicht mehr kompatibel, da kam dann nur noch Fehler mit Nachrichten, dass es nicht hochgeladen werden kann, weil keine Verbindung hergestellt wird. Ich finde aber die Verschlüsselung der Seite und sowas, Entschuldigung. Ich finde diese Automatismen, die man einstellen kann, aber auch so dämlich. Ich weiß nicht, ich nutze die nicht, also jetzt in dem neuen YouTube-Studio. Du kannst ja einstellen, dass irgendwelche Tags von Beginn an dabei sind, dass du immer diese Tags drinnen hast. Das habe ich auch noch nie genutzt. Projekt. Ja, genau. Ja, pro Projekt, also ich habe eine Tagliste für Timelines, ich habe eine Tagliste für Bounty Trail, ich habe eine Tagliste für Star Trek Online, aber das ist eine einzelne Word-Datei, wo dann eben halt, da steht da halt Star Trek Online, Star Trek, oder hier steht Star Trek. Ach, okay, du hast eine extra Liste, okay. Also ich kopiere es aus dem Projekt raus. Ich öffne mir das letzte Video und kopiere das dann einfach raus. Also ich habe mir das immer so gemacht, dass ich pro Projekt eine Word-Datei habe. Die wird halt immer durchkopiert von einem Projekt zum nächsten, damit der Aufbau immer gleich ist. Ja. So. Mhm. Dann ist eben halt erstmal die komplette Videobeschreibung, da kann ich dann, okay, ich habe ein neues Projekt, dann tausche ich halt eben Link von der Playlist aus, dann tausche ich unten den Spielnamen aus und das Genre und Erscheinungsdatum, was unten drin steht, und ganz unten habe ich ja nochmal in Kurzform German Commentary, Gameplay, bla 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 und den Spielnamen. Und in dieser Word-Datei ist dann eben halt mit ein paar Absätzen weiter drunter die kompletten Tags für das Projekt. Wie gesagt, dann Star, Track, Timelines, Podcast, Gameplay, Event, und so weiter, wie sie nicht alle heißen. Mhm. So, und die mache ich dann immer Copy-Paste dann da rein. Ich habe dann immer rechts auf dem Bildschirm die Word-Datei offen, links das Upload, dann mache ich immer rechts kopieren, links einfügen, rechts kopieren, links einfügen und so weiter. Was ich mir nur vorstellen kann, das Einzige, wo das vielleicht zu tragen kommt, ist, wenn irgendjemand immer nur dasselbe Spiel spielt, wenn irgendwer sagt, okay, er ist ein Fortnite-Spieler oder so und lädt echt nur Fortnite hoch, okay, dann verstehe ich es, dass man sich die Tags kopieren kann. Aber wie bei uns, wenn wir einmal, was weiß ich, Star Trek machen und dann beim nächsten Mal machen wir American Truck Simulator und dann wieder okay, FIFA, funktioniert das nicht. Dann kann man das halt echt vergessen. Funktioniert das nicht. Also wenn, dann funktioniert es hier nur, wie gesagt, bei diesen langen Projekten wie jetzt Bounty Train oder wie bei Timelines. Nee, aber ich meine jetzt den Uploader von YouTube, wo du das einstellen kannst, wo du automatisch die Tags einstellen lassen. Das kann man halt echt vergessen, wenn man mehrere Projekte hat. Das geht aber nicht, ne. Ist sogar mühsamer, finde ich, weil du hast ja jetzt zum Beispiel 3 drinnen, die du sagst, die möchtest du automatisch drinnen haben, aber die anderen, dann müsstest du wieder nur diese markieren und dann kopieren, und das wäre umständlicher, als gleich alle rein zu kopieren, die du von der Liste hast. Das war ja der Vorteil von diesem Upload-Programm, da hast du eben halt dein Projekt speichern können, da hast du eben gesagt, okay, das Projekt nenne ich jetzt Star Trek Timelines. Ja. Das Projekt heißt immer Star Trek Doppelpunkt Timelines, dann meine obligatorischen hier Dreieck-Digger
vorgegeben und ich musste dann quasi nur noch die Zahl der Folge eintragen und einen Folgentitel dahinter. Das waren immer Platzhalter. Die Texte waren komplett vorgegeben, die Videobeschreibung war komplett vorgegeben. Bei Thumbnail musste ich nur draufklicken und das hat mir sofort, weil du das nur dieses einzige Projekt Timelines hast, konnte ich ja den Ordner festlegen und ich habe ja auch pro Projekt auf meiner Festplatte einen Ordner. Hm. Und sobald ich dann auf Thumbnail geklickt habe, landete ich automatisch in meinem Thumbnail-Ordner. Nur für Timelines musste dann quasi nur das für die aktuelle Folge reinklicken. Oh, okay, das ist echt convenient. Das war so komfortabel. Du musstest eben halt nur einmal am Anfang jedes Projektes das Projekt fertig reinsetzen. Ja. Und dann war es wirklich nur Copy, Paste und gib ihm. Und bei Bounty Train zum Beispiel hätte er dann erkannt, dass es Bounty Train ist und andere Text braucht. Dann wählst du oben nur im Dropdown statt Timelines, willst du einfach beim Dropdown, dann willst du das andere Projekt Bounty Train. Okay. Mhm. Kannst du zwischen Alter, das Projekten einfach hin und her switchen. Das ist super komfortabel. Das verstehe ich halt überhaupt nicht, weißt du, wenn es schon solche Tools gibt, dass YouTube nicht sich denkt, hey, wir sind gerade am Umwandeln und am Verbessern. Wie wäre es, wenn wir so ein Tool nutzen und wenn wir das einfach selber nachbauen? Aber nein, wir machen einfach unsere eigene Scheiße, die keiner nutzen mag. Ja. Die so unconvenient ist wie as fuck. Das ist so wie das in YouTube selbst eingebaute Schnittprogramm, mit der du eigene Soundfiles von YouTube in deine Videos drüber packen kannst. Also wer das nutzt, keine Ahnung, der gönnt die Klapse, glaube ich, auch. Keine Ahnung, das ist so, wie du sagst, das entwickeln Leute, die nicht wirklich Sachen auf YouTube hochladen. Konsistent. Die probieren es einmal, denken sich, hey, funktioniert, super Feature. Ja. Der YouTube aber das auch immer ab. Also, die sagen ja auch nicht, ja, gefällt uns nicht oder. Ja, vor allem, wieso haben die eine Umfrage gemacht? Schreibt, was euch nicht gefällt an dem Tool. Alles. Wie oft ich gesagt habe, dass ich die den Aufbau der Funktion nicht logisch finde oder dass ich Sachen nicht finde oder keine Ahnung, was alles. Ja. Gefühlt das erste halbe Jahr dieser Testphase vom neuen Studio gab es ja auch keinen Button, wo du irgendwo mal eine Playlist anklicken konntest. Da gab es halt nichts, nur Dashboard, Videos, Analytics. Ja, stimmt. Mhm. Playlist? Freunde, ihr macht ein Video zu einem Projekt und wechselt dann zum nächsten und mir gibt es halt fortlaufend. Und mein Ordnungsmonk-Freak in meinem Kopf, der kann damit nicht leben, dass die Videos alleine auf dem Kanal sind. Wo ist die Playlist? Wo ist die fucking Playlist? So, das Erste, was ich immer, wenn ich Kanäle abonniere und gucke, was haben die für Playlists, ist das gut sortiert, finde ich mich da zurecht, oder nicht? Ja, mache ich auch. Bei mir auch eigentlich der erste Blick. Ja, aber... Das nur gucken, indem du jedes neueste Video aktuell guckst, weil sonst finden sie den Kram ja nie wieder. Das denke ich mal öfter, denke ich mal bei Timelines ja genauso. Dass es auch nicht von Spielern entwickelt wurde. Vielleicht von Leuten, die Star Trek ganz gerne mögen, aber ja, manchmal fehlen halt dann einfach wirklich so Komfort-Features, wo man sich denkt, das muss einem doch auffallen, wenn er das regulär spielt. Allein so Sachen wie öffne alle im Zeitportal. Diese dummen Shuttle-Boni, dass da kein Alles-Öffnen-Button gibt, dass das für drei oder vier Jahre lang kein von den fucking Buttons drinnen ist. Genauso wie bei der Flottensteuerung, dass man da einen Eingriff hat als Admiral. Weiß nicht, dann sowas denken die einfach nicht. Das ist für die, die spielen das halt und denken sich, oh, geht ja eben, schau, Event und so weiter, funktioniert alles toll, klatschen sich in die Hände und fertig. Aber ich glaube, dass da keiner das wirklich regulär spielt, weil dem müsste das doch auffallen. Dem müsste doch sowas auffallen. Das kann doch nicht sein, ey. Ich weiß ja nicht. Oder dieses kohärente Benennen von Leuten, wo, da haben wir eh letzte Woche schon drüber geredet. Lasst uns da mal für eine halbe Stunde die Datenbank, bitteschön. Auch unbezahlt, egal. Aber das einfach mal aufräumen mit dieser fucking Datenbank. Das kann doch echt nicht so schwer sein. Ja, vor allem, wie man dann feststellen müsste, ah, guck mal, der Charakter hat 5 verschiedene Namen. Ja. Wer weiß, ob die Hunden 5 verschiedene Werte haben oder so. Oh Gott. Einmal spielen die Starbase-Werte eine Rolle, dann wieder nicht. Gott.
Ich weiß ja nicht. Es kann doch echt nicht so schwer sein. Vor allem, das Spiel hier ist ja noch klein und übersichtlich, muss man ja mal sagen. Es geht seit 5 Jahren nur darum, Charaktere zu sammeln, hochzuleveln. Und ja, sie kriegen es irgendwie nicht hin. Sowas macht mich halt dann fertig, wenn ich mir denke, wenn die sich dann noch brüsten in Livestreams und sagen, ja, wir sind alle, wir spielen das Spiel auch selber und wir sind Star Trek-Fans und so. Ja, klar. Da fällt euch sowas nicht auf, ne? Es gibt zwei Varianten. Entweder sie lügen dreist oder sie sind Star Trek-Fans, haben aber dann eindeutig keine Ahnung von Programmieren. Ja, das wär's. Wir sind ein Haufen von Star Trek-Fans. Das kann nur keiner von uns programmieren. Ja, kann hinkommen. Ja, wo man eh. Ja, haben wir das auch wieder. Ja. Haben wir den Diss auch wieder draus. Hat Wieder man im. lange nicht mehr so ein Timelines-Diss, ne? So richtig tiefen. Also ich glaube, Wie das letzte Mal, wo das hier mit der Offer-Wall kam. hm. Naja, kann hinkommen. Ich mich ja damals erinnere, wo wir so ein letztes Damals. Rant-Video gemacht haben über, keine Ahnung, 3 Stunden oder wie da ging. Wo du weggepennt bist. Gegen Ende konnte ich einfach nicht mehr. Batterie leer, Anno. Ah, nun ist dir das schon aufgefallen. Er labert ja immer noch. Macht, dass es aufhört. Sind wir schon da? Ja, ansonsten wäre ich eigentlich durch. Okay. Oh, Stunde auch schon wieder geknackt. Krass. Also ich habe noch 2 klitzekleine Star Trek News mir extra mal im Hinterkopf notiert. Star Trek Discovery Season 1 kommt jetzt als Free TV in den USA raus bei CBS. Nicht mehr bei CBS All Access. Wie gesagt, nur Season 1 bisher. Aufgrund von Corona. Denen geht das reguläre TV-Programm aus. Die Serien, die eigentlich im Herbst kommen sollten, jetzt so September rum, die sind allesamt nicht fertig. Und jetzt müssen sie es mit Altmaterial füllen. Und dann haben sie Okay. sich gedacht, starten sie im September mit Discovery Season 1, vielleicht auch, um über das Free TV dann auch Leute anzulocken für Staffel 3, die dann ja CBS All Access, also im Streaming-Diensten drin ist. Und vorher war das nur für Streaming-Dienste verfügbar, Nur also war es nur zum vorher war es nur Zahlen. im Pay-Streaming-Dienst Okay. von CBS, also die CBS All Access drin. Hm. So wie in Europa halt nur auf Netflix oder PK halt nur auf Amazon Prime. Ich wüsste Wie auch gar ist nicht, das? wie das abläuft da in Amerika. Also ob CBS jetzt ein eigener Sender ist. Ja, Aber das offenbar. ist eine eigene Sendergruppe. Das ist, also bei den Amis läuft es ja so, dass da gibt es nicht immer nur einen Sender, hat, keine Ahnung, Ist ist ja bei ein, uns sondern auch, glaube eigene. ich, oder? Da gehört ja auch Fox zu, keine Ahnung was allem dazu. Ja, aber Und nicht so RTL und. groß. Also hier gibt es einmal halt Okay. die öffentlich-rechtlichen, so ARD, ZDF, NDR als das Große, die öffentlichen. Und RTL, RTL 2 und Super RTL gibt es da noch eine Gruppe und dann gibt es auch noch die ProSieben, Sat.1, Kabel 1. Gruppe, aber ja, das kannst du nicht mit den Amis vergleichen. Okay. Dann gibt es ein CBS News 1, 2, 3, dann gibt es, keine Ahnung. Das ist ein bisschen größer bei denen alles geraten. Ich hätte mir gedacht, dass es dort auch im Free TV schon gelaufen wäre. Bisher noch nicht, nee, Aber gar okay. nicht. Und ja, das kommt raus. Und durch Zufall, ich habe mich neulich eingeloggt, mal wieder in dieses Handy-Game Star Trek Fleet Command. Ja. Die haben sich jetzt zusammengesetzt mit CBS. Und Fleet Command wird erweitert. Die haben jetzt das komplette Star Trek-Portfolio mitgekauft. Das heißt, da kommt demnächst TOS, TNG, Deep Space Nine, Voyager und Enterprise mit rein. Habe ich ja ein paar Liegt. Videos dazu gemacht auf meinem Kanal. Könnt ihr mal nachschauen, wenn euch das interessiert, das Spiel. Jo. Liegt meiner Meinung nach, also mir gefällt das Spiel ja auch vom Aufbau her, auch dass da so Mini-Stories, die lese ich mir dann tatsächlich auch durch, diese Holo-Stories, die dann da abgehen.
wo ich die relativ interessant fand, weil sie ein bisschen mehr dieses Star Trek-Geschichten erzählen rüberbringen, als was hier im Game abgeht. Meine Meinung, warum sie es gemacht haben, liegt daran, dass abzusehen ist, dass das ganze Kelvin-Universum nicht wirklich weiter verfolgt wird. Und dass sie Angst haben, dass ihr Game dann so den Alleinstellungsmerkmal hat. Ja, wir sind das Game mit dem Kelvin-Universum, der Keynote-Linie, die eingestellt wurde. Und die 15 Jahre in der Vergangenheit liegt. Ey, mein, come on, also Star Trek Reboot 2009, der erste, der ist jetzt 11 Jahre her. Paramount hat es in 11 Jahren hinbekommen, 3 Filme zu machen. Marvel kriegt es hin, 3 Filme pro Jahr rauszuhauen. Es fühlt sich ein bisschen unterschiedlich an, finde ich. Ich meine, da jetzt Paramount und CBS da den Streit beendet haben, sollte ja auch Timelines von der Kelvin-Zeitlinie profitieren können. Die Frage ist, ob Timelines das wirklich möchte. Die Kelvin-Zeitlinie ist ja... Aber kommen mehr Charaktere? Mehr Charaktere wäre natürlich ein Vorteil, aber man muss bedenken, die Kelvin-Zeitlinie stößt bei vielen der Fans von diesem alten Universum, was wir hier haben, eher auf gegen, also nicht so oft so, nicht, die Schnittmenge ist nicht so groß. Es gibt die Fans, die rein Kelvin lieben, es gibt die Fans, die rein die alte Primetime lieben, und es gibt eine gewisse Schnittmenge, die mit beiden zurechtkommt. Zu der würde ich mich tatsächlich sogar noch irgendwie dazuziehen, weil ich diese Kinofilme zumindest als Sommer-Popcorn-Event ganz nett fand. Ja. Mehr dann aber auch nicht. Hast du es auf DVD oder so? Blu-ray habe ich sie alle drei, ja. Okay. Ich war auch in allen drei im Kino. Wie gesagt, einfach sich mal im Sommer die Dinger geben, genießen, Action pur, und das mit Star Trek fand ich ganz geckig. Mehr war es aber nicht. Es war jetzt nicht so tiefgründig wie, keine Ahnung, Star Trek 8, 9, 6, 4, 2. Ich bin der Hebert. Dafür waren sie zu flach erzählt, halt modernes Kino im Star Trek gewandt, ne? Ja, und Paramount hat halt das Problem, also sie haben wohl irgendwie hinbekommen, den Kirk, den Chris, ja? Come on, von den Machern von der Offerwall kommen jetzt die ganzen Charaktere, die keiner braucht, aus dem Kinofilm. Ja, es kann kommen. Ich will es nicht ausschließen. Ich bin nur der Meinung, dass Timelines das so rum nicht machen wird und Fleet Command das einfach gemacht hat, um sich selbst eine weitere, etwas längere Daseinsberechtigung zu geben, weil je länger kein neuer Kelvin-Film kommt, und der letzte ist jetzt über 4,5 Jahre her, desto irrelevanter wird früher oder später dieses Spiel werden. Ja, das hatte ja auch schon mal massive Probleme. Das ist ja schon mal komplett runtergeflogen von Android und ist umprogrammiert worden. Ist ja dann nochmal zurückgekommen. Wo es dann auch massive Einlog-Probleme gegeben hat. Ich habe meinen alten Account nicht mehr verwenden können und bin irgendwie für einen Monat oder so nicht ins Spiel gekommen. Und dann ging es irgendwann mal wieder, und da ging halt der Shitstorm los in den Foren damals. Oder über den Play Store. Warum man, wenn man Geld dafür ausgegeben hat, dann auf einmal keinen Zugriff mehr drauf hatte, oder? Ja, genau. Kann ich verstehen, ja. Das ist wie wenn Timelines von heute auf morgen sagt, wir ziehen den Stecker, ohne Kommentar. Und das für einen Monat. Und dann die, heftig, ja. Die Entwickler sagen so, eigentlich soll es ja funktionieren, also... weiß nicht, was ihr habt. Das haben sie so behauptet, oder was? Während ja. Des ganzen Monats? Ja. Ja, krass, ey. Das ist aber schon sehr dreist dann. Also wenn sowohl Apple als auch Android nur so das sagen, dann... Dann sollte eigentlich was Wahres dran sein. Ja, aber hey, China kommt dann, ja, aber auf Huawei läuft's. Ne? Ja, ja. Jo, das waren noch so die zwei Track-News, die ich im Kopf hatte, ansonsten habe ich auch nicht mehr zu berichten. Lower Decks noch irgendwie? Nee, habe ich noch nicht weiter geguckt. Okay. Auch Folge 1 und dabei nicht weiter. Folge 1, die hatten wir ja mal besprochen vor 2-3 Wochen, glaube ich. Wie gesagt, ich habe auch noch nicht geguckt. Also ich weiß, Folge 2 gibt's auf besagter Seite.
Weil es ist. Eigentlich ist das. Dailymotion ist doch schon legal, oder? Piep! Ich habe den Namen jetzt extra mal rausgeworfen. Also für Leute, die es gucken wollen, da habe ich das bisher immer gefunden. Ist halt gespiegelt. Mein Gott, muss man mit leben können oder ab und zu fehlt. Was ist ab und zu? Es ist gespiegelt und irgendwie fehlt am Rand irgendwie immer so ein halber Zentimeter gefühlt. So, als hättest du der Beißler aufgenommen mit der Kamera. Ja, so mit der Webcam falsch rum aufgenommen vom Fernseher und. Die Hälfte davon. Ja. Mhm. Ja, ein bisschen komisch, dass es halt auch überhaupt nicht verfügbar ist für uns. No. Das ist halt schade. Schade eigentlich. Den Humor, den mag ich. Mhm. Also, ich kam jetzt halt nur noch nicht wirklich dazu, weiter zu gucken. Würde es gerne. Ich würde es aber auch gerne auf Deutsch einfach genießen. Ich könnte hoffen, dass es keine absolut beknackte Synchro wird. No. Ansonsten nur noch T minus knapp anderthalb Monate bis Staffel 3 von Discovery. Ich freue mich tatsächlich. Also, du hattest ja gesagt, du hast es nochmal angeschaut und dann hat es einen Wert gewonnen für dich. Mhm. Massiv. Aber ich wette, also, ich glaube es echt nicht, dass dasselbe passiert, wenn die PK binge-watchen. An zwei Tagen wie Discovery Staffel 2. Das glaube ich einfach nicht. Hm. Dafür war da einfach, weiß nicht, zu viel, was mir einfach nicht gefallen hat auch. Da hilft auch schnell gucken nicht mehr. Schnell weggucken, ja. bist du aktuell am Gucken von einer Serie? Ich glaube, du hattest Voyager, oder? Ja, Voyager habe ich jetzt vor 3-4 Monaten durchgeguckt schon. Okay, Entschuldigung. Was war in der Zwischenzeit dran? Da, wo ich immer mal wieder so Sachen über Voyager reingeworfen hatte, da war ich dann immer aktuell am Gucken. Star Trek-mäßig gucke ich aktuell nichts. Ich warte eigentlich auf Discovery. Okay. Ansonsten normale Serien gucke ich derzeit Blacklist. Da hat übrigens auch Data, also hier Brent Spiner, neulich mitgemacht in der 4. Staffel. Mhm. Und wie gesagt, Bosch auf Amazon Prime. Mhm. Fohlen habe ich mal reingelunst. Fand ich ganz geckig. Immer noch etwas entspanntere Erzählweise, nicht so hektisch. Blacklist ist gewöhnungsbedürftig. Das hat eigentlich so einen Touch in sich, den ich überhaupt nicht mag. Logiklöcher oder schnelle Plottwists mit zwei Sätzen so zu erklären. Dieses, ja, wir wissen nichts, da ist ein Feind da draußen, der bringt Leute um, aber wir haben hier ein SQL-USB-Stick und piep, 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 ja, wir haben hier Koordinaten. Klingt ja wie Discovery. Der Karte eingegeben haben und dann 2 Sekunden später, Karte, sind sie auf einmal in Russland, die ganzen Leute. Also die Serie nimmt sich null Zeit. Da ist wirklich von einer auf der anderen Sekunde sind sie durch eine halbe Stadt, durchs halbe Land oder um die halbe Welt geflogen. Weil sie dann per sofort da sein müssen wollen, um den Plot an der Stelle dann weiterführen zu wollen. Also Discovery meets Game of Thrones letzte Staffel. Noch schneller. Also oh, okay. Discovery Staffel 1, Staffel 2 war ja schon langsam erzählt, aber sagen wir mal, Discovery Staffel 1 Binge-Watching im Super-Schnellverlauf. Ja. Binge-Watching. Im Super-Schnell, das ist dann Blacklist. Okay. Der einzige Vorteil ist, es sind einige Schauspieler dabei, wie gesagt, Brent Spiner macht mit und ich mag diesen, den Hauptdarsteller, der ja eigentlich der Bösewicht auch gleichzeitig ist. Es ist der James Spader, der auch bei Boston Legal mitgemacht hat, wo auch William Shatner mitgemacht hat, der Anwaltsserie von vor knapp 10 Jahren. So schließt sich der Kreis. Genau. Das ist einfach ein super begabter Schauspieler, der die Rolle des intriganten Bösen, der aber mit dem FBI zusammenarbeitet, um eben halt die Blacklist an bösen Leuten dieser Welt einfach auf brutalste Art und Weise auseinanderzureißen. Der bringt das so gut rüber, dass das einfach Spaß macht zu gucken.
Die anderen Charaktere, dieses Hacker-Beiwerk an FBI-Leuten, die dann da, ich habe drei Tasten gedrückt und habe irgendwie Sachen rausgefunden, die man mit drei Tasten drücken nie im Leben, nicht mal bei Google erraten könnte. Das muss man halt irgendwie überleben, überstehen. Der Rest macht einfach Fun. Okay. Hier höre ich es. Okay, ja, ich wäre auch durch. Nichts zu berichten. Ich gucke gerade eigentlich gar keine Serien. Ich gucke eigentlich mehr Videos, mehr YouTube-Videos. Okay. Ja, da schmeiße ich mal meine Playlist rein und dann geht das auch ganz angenehm. Mein aktuelles YouTube-Programm beschränkt sich fast ausschließlich aus Pete's Meat und Malternativ und ab und zu Cold Mirror, da kam wieder an 5 Minuten Harry Podcast. Gott, war das angenehm. Seit 6 Jahren arbeitet sie daran, diesen ersten Kinofilm abzuarbeiten oder so. Okay. Ist jetzt beim Quidditch-Match angekommen. Joa. Guti, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal ab. Tschüss. Ja. Bis zum nächsten Mal. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hätte man fast die Community-Belohnung noch geschafft. Echt? Ja. Wow, 570, 577, 578, 79. Knacken wir es.